Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute wollen wir uns mit dem Thema Übersetzungen beschäftigen. Unser großes Thema in dieser Season ist ja die Begegnung zwischen Orient und Okzident in den Literaturen, die diese beiden großen Kulturräume hervorgebracht haben. Und eine Begegnung ist immer auch eine sprachliche Begegnung. Dadurch kommt man auf das Problem der Übersetzung, denn jede Übersetzung ist natürlich eine Verfälschung. Oder wie es kurz gefasst heißt, Traduttore, Traditore. Wer übersetzt, verrät. Der Islamwissenschaftler Stefan Weidner hat in einem Aufsatz kritisiert, dass die Übersetzungen aus persischer, arabischer Literatur, aus der klassisch-romantischen Zeit, den Sprachstil jener Zeit in Europa wiedergeben würden. Und er hat aber gesagt, das ist ganz klar, es geht gar nicht anders. Jeder Übersetzer übersetzt gemäß der kulturellen Möglichkeiten, die er hat. Aber das betrifft eben nicht nur einen Übersetzer aus einer fremden Sprache, sondern generell sprachliche Kommunikation geht mit Missverständnissen einher. Das ist uns spätestens seit der Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert klar geworden. Zwischen Sender und Empfänger, zwischen dem, der spricht und schreibt und dem, der hört und liest, besteht eine unüberbrückbare Kluft. Jede Lektüre eines Textes ist zeitgebunden, entspricht dem kulturellen Horizont des Lesenden. Und genau das gilt eben auch generell für jede Übersetzung. Jede Übersetzung kann nur im Rahmen dessen passieren, den der Übersetzer hat. Es ist immer eine Übersetzung in den Horizont des Lesers. Im 20. Jahrhundert, Ende des 20. Jahrhunderts, wird der Versuch unternommen, immer werkgetreuere Übersetzungen auch voranzubringen, was einhergeht mit vielen Anmerkungen. Man versucht wirklich die Fremdheit eines Textes den Lesern klar zu machen und den Bedeutungshorizont, den der Text in seinem Mutterland, in seiner Muttersprache hat. Aber das ist alles, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Man geht davon aus, dass ein Muttersprachler ein leichteres Verständnis eines Textes in seiner Muttersprache hat. Aber das stimmt natürlich so einfach ist es nicht, so stimmt es nicht, denn der Leser muss natürlich auch den Text, die Sprache des Textes verstehen. Und wenn wir unsere eigene Sprache, das Deutsche, angucken, dann stellen wir fest, dass viele junge Deutsche Probleme mit der Sprache eines Goethe und Kleist haben. Und wiederum, wir alten Deutschen, zu denen ich mich zählen muss, haben Probleme mit der Sprache von jungen Deutschen, die auf Instagram posten, die Blogs lesen, die twittern, die das Englisch-Amerikanische in ihre Sprache integriert haben. Das heißt, auch ein Muttersprachler hat Probleme mit dem Verstehen von Texten aus vergangenen Zeiten oder aus einem anderen sprachlich-kulturellen Kontext. Ich habe große Probleme mit Literatur, die in einer Blogsprache verfasst ist und auf Hinweise gibt auf Literatur und Personen, die ich gar nicht kenne, obwohl ich mir größte Mühe gebe, auf dem Laufenden zu bleiben. Also das ganz allgemein zum Verstehen von Texten. Schauen wir uns jetzt die Übersetzungen, die Chronologie der Übersetzungen aus den orientalischen Sprachen in europäische Sprachen an. Begonnen hat das mit Übersetzungen des Koran.
Es gibt Fragmente einer griechischen Koranübersetzung aus dem 9. Jahrhundert. Und in sehr, sehr oft bis hinein, weit hinein in die Neuzeit, sind diese Übersetzungen sehr, sehr schlecht und machen auch diese Religion verächtlich. Nun haben wir es mit dem Koran nun auch mit einem besonderen Fall von Text zu tun, denn das Wort Gottes, das Wort Allahs ist ein heiliges Wort, ist das wörtliche Wort Gottes, das Mohammed offenbart wurde vom Engel Gabriel in einer Sprache, im Arabisch und damit auch in einer Schrift. Und es das bedeutet, dass in den Suren des Koran immer wieder betont wird, wie unnachahmlich der Text sei, wie herzerweichend, wie Steine erschütternd, wie Berge demütigend. Jede Rezitation eines Textes, einer Sure, ist ein Gebet, ein Lob Gottes und damit eben unübersetzbar in eine andere Sprache. Nun hatte der Islam eben das Problem, dass er nicht auf die arabischsprachigen Länder begrenzt blieb, sondern sich weit ausdehnte, eben unter anderem auch in den Osten nach Persien. Und da traf er nun auf eine Sprache, die eben einer vollkommen anderen Sprachfamilie angehört, als es das Arabische ist, das zu den arabisch-semitischen Sprachen gehört. Persisch gehört zu den indoeuropäischen Sprachen. Und das Problem war nun eben, dass die muslimischen Perser auch den Koran verstehen wollten und eine Übersetzung brauchten. Und so entstand ab dem 10. Jahrhundert Fassungen in Persisch, die oft zweisprachig waren, also eben sowohl das Arabische abdruckten als auch die persische Übersetzung. Und man wählte folgenden Weg. Man übersetzte nicht wörtlich, sondern man übersetzte in Umschreibungen, also praktisch schon in eine Deutung des Koran, weil man nicht wollte, dass das Bewusstsein des Originaltextes verloren gehen könnte. Und deswegen wählte man von vornherein eine Übersetzung, die für alle Leser klar machte, dass man es nicht mit dem Originaltext zu tun hat. Der Koran kam nach Europa zur Zeit der Kreuzzüge. Und da wurde er dann auch ins Lateinische sehr früh übersetzt, sehr schlecht natürlich übersetzt, aber man gab sich Mühen, diese Religion etwas näher kennenzulernen, von der man noch nicht genau wusste, ob es wirklich eine eigenständige Religion ist oder nicht vielmehr eine Abspaltung von christlich-jüdischen Glaubensvorstellungen. 1143 beauftragte der Abt von Cluny, Petrus Venerabilis, die Übersetzerschule von Toledo mit einer Übersetzung des Korans ins Lateinische. An dieser Übersetzung wirkten mit ein Engländer, Robert von Kelton, Peter von Toledo und der Mönch Hermann von Carinthia. Und diese lateinische Übersetzung wurde dann 1543 in Basel auch gedruckt. 1219 wurde eine zweite Übersetzung des Koran wieder in Toledo angefertigt, wieder auf Latein. Und das war eben die Zeit, wie ich schon gesagt habe, der Kreuzzüge, wo man einfach mehr wissen wollte über die Muslime. Das war die Zeit, wo wir in Europa, vor allem dann auch in Südfrankreich, wo die katholische Kirche mit den sogenannten Ketzern, den Katharern, zu tun hatte, also Menschen, die Christen waren, aber nicht den römisch-katholischen Glaubensvorstellungen folgten. Nach der Eroberung von Konstantinopel 1453 durch die Osmanen, ein Turkvolk,
kam es dann zu verstärkt zu Übersetzungen in auch die einzelnen Volkssprachen. Es gab ab 1456 eine spanische Übersetzung, die zunächst ins Lateinische und dann auch ins Italienische 1547 übertragen wurde. 1616 kam es zur ersten deutschen Koranübersetzung und im Hochbarock zu den ersten direkten Übersetzungen aus dem Arabischen, zum Beispiel ins Französische und dann ein Jahrhundert später ins Deutsche. Vorher war immer das Lateinische der Mittler gewesen, zu diesem Text zu gelangen. Die Regel war eine Diffamierung dieser Religion und des Textes. Und das änderte sich dann in der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Wir haben das gesehen, wir haben uns Nathan den Weisen angeguckt, eine Trendwende. Die Religionswissenschaften spalten sich von der Theologie und der Orthodoxie ab. Das Zeitalter wird immer säkularer. Und darauf werde ich später noch eingehen. Und dann ändert sich auch die Haltung zum Islam und zum Koran. Nun wird die Literatur rezipiert, und zwar die Literatur, die nicht religiöse Literatur. Die ersten Autoren, die in Europa rezipiert werden, sind persische Autoren. Und wiederum war jetzt eine Mittlerfunktion, hatten die Türken eingenommen. Es gab ab 1630 eine Sammlung arabischer, persischer Autoren, auch türkischer Autoren, in sozusagen einer großen Enzyklopädie. Und über diesen Weg wurde dann Europa aufmerksam auf diese Literatur. Und es begann auch im Barock schon ein wissenschaftliches Interesse an literarischen Texten aus dem Orient. Wurden akademische Institutionen gegründet. 1697 die Bibliothek Orientale in Frankreich. Zuvor schon hat die Universität Leiden persische Handschriften gesammelt. Die Bibliothek Royale in Paris wurde gegründet und die Bodleian Library in Oxford. Und alle diese Bibliotheken sammelten nun die schöne Literatur, vor allem Persiens, aber auch arabische Literatur. Der erste persische Autor, der nun im Abendland bekannt wurde, war Saadi. Wir haben ihn in einer Zeichensetzung besprochen. 1634 kam eine französische Übersetzung seiner Texte heraus, 1654 eine deutsche. Und da ist ein Mann zu nennen, der viel beigetragen hat zu einem Verständnis von persischer Literatur, gerade in Deutschland. Adam Olearius. Er konnte Persisch und ist mit dem Barockautor Paul Flemmig auch in den Orient gereist und hat einen Bestseller geschrieben, einen Reisebericht, der nun wirklich wichtig geworden ist für die Literaten des 17. Jahrhunderts, Gröfius, Grimmelshausen. Man merkt seinen Einfluss in Montesquieus Lettres Persanes. Auch dieses Werk haben wir in einer Zeichensetzung besprochen. Es ist die Zeit, in der die Welt bekannt geworden ist, schon mit den Entdeckungsreisen, die Ende des 15. Jahrhunderts beginnen. Und ein internationaler Handel ist entstanden, auch gerade zwischen Europa und im Orient. Das ist die Zeit der großen Tulpenmanie der Niederländer. Und man wendet sich vor allem an das Persische Reich. In dem vorderen Orient, in der Türkei, herrschen die Osmanen, die Sunniten, bedrohen
Mitteleuropa und so findet man Verbündete bei den Schiiten in Persien. Und da entsteht ein Interesse für deren Literatur. Ganz allgemein auch begeistert man sich für das Orientalische. Wir haben das gesehen bei El Cid, wo einfach eine Modeerscheinung zur Literatur wird. Anfang des 18. Jahrhunderts wird dann Tausend und eine Nacht ins Französische übersetzt und im Sprachstil der Zeit aufbereitet. Auch davon haben wir in einer Zeichensetzung gesprochen. Und dann, wie gesagt, dann kommt die Aufklärung und das Entstehen der Religionswissenschaften. 1754 entsteht eine orientalische Akademie in Wien, wo man sich ein wenig abwendet von der theologischen Orthodoxie des Christentums und wirtschaftliche Interessen im Südosten nun eine größere Rolle spielen. Es ist das Zeitalter der beginnenden Industrialisierung. Und diese Industrialisierung hat einen entscheidenden Wandel in Europa im Verhältnis zum Orient gebracht. Es entstand folgendes Grundmuster. Man ging davon aus, in dem Denken des 18. Jahrhunderts, dass es einen sogenannten Naturzustand der Welt gegeben habe, der dann im Laufe der Geschichte sich in Zivilisationen aufgeteilt habe. Also der Urzustand, das eine, der Ursprung löste sich auf in die Vielfalt, in die Vielheit und im Laufe der Geschichte, so war die Vorstellung, driftete sozusagen Orient und Okzident dann immer weiter auseinander. Und im 18. Jahrhundert sah man diesen Ursprung durch aus positiv. Hier ist Herder zu nennen, der 1772 eine Abhandlung über den Ursprung der Sprache herausbrachte und nun diesen Ursprung auch im Osten suchte. Der Osten wurde zum Sehnsuchtsland Europas, einem Land, das sozusagen Gott noch näher stand als die korrupten, verderbten Zivilisationen Europas. Und da entstand eine große Feindschaft und Ablehnung des aristokratischen Frankreichs vor der Französischen Revolution. Das Morgenland wurde zum Heimatland des Gefühls. Das war die Zeit der Empfindsamkeit, Gefühle waren angesagt. Denken Sie an den Sturm und Drang. Man versuchte sich von der kalten Vernunft auch der frühen Aufklärung abzusetzen. Und das ist die Zeit, in der nun eben eine Fülle von Übersetzungen orientalischer Poesie entsteht, die einen sehr blumigen, sehr gefühlvollen Charakter haben. Zwischen 1760 und 1866, ein Jahrhundert lang, entstehen eine Fülle von Übersetzungen orientalischer Literatur. Ich habe Ihnen schon einen Namen genannt, Joseph von Hammerpurgstall, der mit seinen Hafis-Übersetzungen dann den westöstlichen Divan Goethes hervorgerufen hat und mitbestimmt hat. Und ein Name, einen Mann möchte ich Ihnen jetzt doch vorstellen, etwas näher vorstellen, der bei mir immer noch ein großes Kopfschütteln auslöst. Dieser Name ist Friedrich Rückert. Der große Übersetzer Friedrich Rückert, geboren am 16. Mai 1788, gestorben am 31. Januar 1866. Ein deutscher Dichter, Übersetzer, Begründer der Orientalistik, der sage und schreibe 44 Sprachen
gekontert. Ich bin immer noch fassungslos, weil ich kannte den Namen, ich wusste von seinen Übersetzungen, aber dass er so viele Sprachen wirklich auch fließend beherrscht hat, das ist für mich fast unglaublich. Er ist ein richtiges Sprachgenie. Und dieser Mann, ich werde Ihnen ein paar der Sprachen nennen, die er beherrschte, und zwar wirklich richtig beherrschte. Und diese Sprachen stammen aus den unterschiedlichsten Sprachfamilien, haben die unterschiedlichsten Strukturen und Grammatiken. Zu den Sprachfamilien gehörten das Indogermanische. Dazu gehört natürlich die klassischen Sprachen, Griechisch, Italienisch, Lateinisch, Neugriechisch, Portugiesisch, aber auch Russisch, Schwedisch, Spanisch, Afghanisch, Armenisch, Kurdisch, Persisch, Pali, Sanskrit, Albanisch. Semitische Sprachen, Arabisch, Hebräisch, Syrisch, Turksprachen, Türkisch, finno-ugrische Sprachen, Estnisch, Finnisch, dravidische Sprachen, Malayalam, Austro-Sprachen, oh Gott, jetzt kann ich mein Wort nicht lesen, Hawaiisch, Malaiisch, Austro-Eurasische Sprachen, Berberisch, Koptisch konnte er. Er hat unendlich viel übersetzt, in Sprachen, die mir kaum bekannt sind, nicht mal vom sozusagen Hörensagen. Wirklich ein Sprachgenie. Und das ist überhaupt, diese erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist geprägt von Sprachwissenschaftlern in Europa, die nun feststellen, dass Sprache einen Zugang zu den Völkern vermittelt, zu ihren Kulturen. Und man ist begeistert gerade für Sprachen aus Völkern, die man dem Ursprung zurechnet. Eben, wie gesagt, Herder über den Ursprung der Sprachen. Und es entstehen die vergleichenden Sprachwissenschaften. Da ist zu nennen William Jones, der als erster eine Verwandtschaft zwischen Sanskrit und den klassischen Sprachen Griechisch und Latein festgestellt hat. Friedrich Schlegel, der die Indologie mitbegründet hat. Die vergleichenden Sprachwissenschaftler Franz Bopp, Jakob Grimm. Und es ist die Zeit, in der nun auch fremde Schriftformen in europäische Sprachen übersetzt werden können. Dazu gehört Grotefend, der 1802 die sumerische Keilschrift anfängt zu entziffern, und natürlich Jean-François Champollion, der 1822 zur Entzifferung der Hieroglyphen beiträgt. Die große Zeit der Sprachwissenschaftler und Übersetzer, ein großes Interesse an Texten, auch gerade aus dem Orient. Und dabei steht natürlich im Hintergrund auch die erweiterten Handelsbeziehungen in der industriell gewordenen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Stefan Weidner kritisiert nun, dass diese frühen Übersetzungen eben den Orient als Gefühlsland begreifen und sehr gefühlvolle, empfindsame, blumige Übersetzungen wählen. Und er kritisiert zu Recht, dass dabei die Regel Haftigkeit dieser Poesie übersehen wird, also auch die sehr strengen Formen, in der diese Poesie geschrieben ist und die von spontanem Gefühl nicht sprechen. Er sagt immer wieder, dass das lyrische Subjekt in diesen Sprachen ein ganz anderes sei als das lyrische Subjekt in der romantischen und klassischen Zeit in Europa. Und er kritisiert sehr überzeugend, dass diese Einstellung bis heute eigentlich noch da ist und dass heutige Übersetzungen sich an dieser blumigen Sprache orientieren. 2013 gibt er ein vernichtendes Urteil über diese Übersetzungen ab. Er sagt, es gibt
keine zeitgemäßen und repräsentativen Übersetzungen dieser Poesie. Und keiner unserer Nachkriegslyriker, also nach dem Zweiten Weltkrieg, war einer Islamsprache mächtig. Zum anderen hat keiner unserer Orientalisten die Lyrik unserer Zeit und Muttersprache auch nur ansatzweise rezipiert, geschweige denn sich von ihr inspirieren lassen. Das ist ein vernichtendes Urteil über die moderne Poesie des 20. Jahrhunderts, die Nachkriegspoesie in den orientalischen Ländern. Und das ist wirklich auch bei meinen Recherchen zutage gekommen. Wir haben Übersetzungen ins Englische, ins Französische, aber ins Deutsche sind fast ganz wenige moderne Autoren aus dem arabischen und persischen Raum übersetzt worden. Weidner sagt, das 20. Jahrhundert habe ein geringes Interesse an der orientalischen Literatur gehabt. Man erwirft der Literatur Europas eine Eurozentriertheit vor. Und dann kommt etwas Fatales hinzu. Ab den 90er Jahren verändert sich das Verständnis. Man spricht sozusagen nicht mehr von orientalischer Literatur, sondern von islamischer Literatur. Ab den 90er Jahren kommt es eben zum Cultural Turn, zu einem Wandel, und aus dem Morgenland des Gefühls werden die islamisch-orthodoxen Länder, und das Ganze bekommt einen sehr fatalen und sehr aggressiven Zug. Das heißt, unsere Kenntnisse der modernen Literatur, Literaturen des Orients sind sehr, sehr gering. Allenfalls über Autoren, die in Europa leben und deren Muttersprache das Persische ist, aber die in europäischen Sprachen publizieren, erfahren wir etwas über diese Literaturen. Das ist doch sehr, sehr schade und muss dringend verändert werden, weil sie uns den ganzen Zugang zu diesen modern gewordenen Ländern auch versperrt. Traduttore, Traditore. Wer übersetzt, verrät. Das ist sicher der Fall, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu übersetzen, als Sprachen zu lernen und bei unserem Wissen all der Fehler, die wir in Übersetzungen machen werden, uns darum zu bemühen, andere Kulturen auch über die Sprache und ihre Texte kennenzulernen.